Und da sind wir auch schon zum Nachbericht, Freunde. Wir setzen uns also im Champions League Achtelfinale gegen Inter Mailand. Im Hinspiel natürlich mit 0 zu 1 auswärts durch. Und das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis für uns. Mit Blick auf das Rückspiel definitiv ein ganz starker Lodi hier, den wir hier auf dem Platz hatten. Note 2, eine Vorlage gegeben. Bester Mann von uns, Hernandez, Träger, gut in der Innenverteidigung. Wir haben in der Defensive sehr gut gestanden. Vorne hatten wir ein paar gute Aktionen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Im Mittelfeld mit Maddison, Goretzka, Pellegrini haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, viele Pässe gespielt. Ballstaffetten waren sehr interessant. Vorne haben wir dann mit André Silva unsere Chance genutzt. Er hat sie genutzt zum 1 zu 0 und bringt uns damit auf die Siegerstraße. Ja, jetzt können wir uns auch mal die Stimmen anschauen. Ein Fan aus Mailand sagt, hier bei uns ist der Fußball der Sport der Zukunft und das wird auch immer bleiben. Und Silva sagt, ich finde mich nicht wichtig. Er bleibt auf dem Boden der Tatsachen und das feiere ich auch an ihm. Ja, zieht sich dann nirgendwo hoch und macht sich nicht wichtiger als die anderen, sage ich mal. Ja, er steht für die Mannschaft. Gut, wir schauen noch mal ganz kurz auf das Analyse-Tool. Sind wir ja vorhin schon drauf eingegangen, was die Statistiken sagen. Da sind wir auf jeden Fall klarer Sieger hier. 10 Schüsse, 3 Schüsse aufs Tor zu 1. Also von Inter Mailand kam recht wenig, was Torchancen, Schüsse aufs Tor anging allgemein. Wir hatten mehr Ballbesitz im Spiel. Ja, von daher, ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis natürlich, aber auch mit dem Spiel an sich, was wir hier abgeliefert haben. Wir gucken kurz noch auf die anderen Ergebnisse. Monaco gewinnt 3-1 gegen Bergamo. Lissabon 2-1 gegen Atletico Madrid. Auch ein bisschen überraschend, ne? Ehrlich gesagt. Liverpool setzt sich mit 3-0 gegen Brügge durch. Ich denke, das sollte dann auch schon fast durch sein, das Ding, ne? Sevilla 1-0 gegen Porto. Neapel gewinnt 1-0 gegen Paris. Das ist auch sehr interessant. Da bin ich mal gespannt, was da im Rückspiel passiert. Da spielt Paris zu Hause. Und Barca 4-0 gegen Glasgow, ne? Sehr starke Nico hier, 2 Tore gemacht. Ferran Torres, Kessié per Elfmeter. Und Arsenal, Juve spielen 2-2. Auch interessant für das Rückspiel. Bin ich mal gespannt, ja. Sehr stark. Gut, wir gehen raus mit diesem Sieg und das stärkt uns jetzt natürlich auch hoffentlich für die nächsten zwei Ligaspiele, die wir natürlich gewinnen wollen. Wir gehen weiter und schauen mal, was jetzt passiert. Wir haben jetzt noch 11 Spiele in der Premier League zu absolvieren. Wir stehen natürlich weiterhin auf Platz 2 hinter Liverpool. Das wollen wir jetzt gegen Watford und Bournemouth, wenn möglich, wieder ändern. Natürlich. Wir haben noch einen Tag, so wie es aussieht, wird. Ach nee, Rashford ist schon wieder fresh. Okay. Gedacht, der fällt aus. Martial ist noch bis 15.3. verletzt. Okay, auf ihn müssen wir auf jeden Fall weiterhin verzichten. Ja, es müssen einfach die anderen regeln, ne? Es müssen die anderen regeln. Wir haben den Kader dafür. Wir müssen den Tabellen-20. Normalerweise zu Hause schlagen. Also, da gibt es auch keine Ausreden, ne? Da gibt es absolut keine Ausreden. So, Watford auch. Spielt aktuell keine gute Saison, ne? Deswegen, das müssen wir schon nutzen dann. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Spieltag gucken, denn Liverpool muss gegen Brighton ran. Die stehen auf Platz 12. Okay, relativ, naja, was heißt einfach, aber relativ leichter Gegner für Liverpool, ne? Arsenal muss gegen West Ham. Das wird bestimmt auch ein gutes Spiel. Leicester gegen Manchester. Und Tottenham muss gegen Nottingham. Und wo ist Chelsea? Chelsea fehlt. Nein, da ist Chelsea. Gegen Fulham. Ja, auch immer sehr interessante Partie. Okay, wir müssen gegen Watford und 3 Punkte. Wir brauchen 3 Punkte. Ich sag's einfach an jedem Spieltag jetzt. Wir brauchen 3 Punkte. Wir brauchen nichts anderes außer 3 Punkte. Curtis Jones ist wieder fresh. Der kommt wieder rein für Maddison jetzt. Da auf der linken zentralen Position. Carvajal ist gut drauf. Allerdings würde ich Dalot jetzt nochmal reinbringen in dem Spiel. Ein bisschen auf junge Kräfte setzen sozusagen. Maddison nehmen wir mit. Weber mal raus und vorne. Bringen wir mal Silva von Anfang an. So, Lodi hat eine gute Form. Wir können einfach gar nichts mehr machen. Das ist ja auch Quatsch. Jetzt weiterhin hier den Gedanken zu verschwenden, wen müssen wir jetzt aufstellen, wie machen wir was, wie. Die Mannschaft ist eingespielt normalerweise und wir müssen hier
gegen den Tabellen-20. Gewinnen. Da gibt es keine Ausreden. Geht raus und spielt ordentlich Fußball und gibt uns den Dreier hier endlich. André Silva in der 11. Minute bringt er uns in Führung und macht auch den Doppelpack in der 19. Stark. Zahlt das Vertrauen zurück. Also spielt eine hervorragende Saison, finde ich, André Silva. Bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit ihm. Ich bin froh, dass wir jetzt auch nicht Mbappé verpflichtet haben, denn wir sind einfach da sehr gut besetzt im Sturm. Ne? Auch Rashford macht ein gutes Spiel. Zwar noch nicht getroffen, aber er macht ein gutes Spiel. André Silva, 3 Schüsse, 2 Tore. Was will man mehr? Verteidigung steht auch super. Genauso wollen wir das doch sehen. Wir wollen wieder zurück in die Spur finden. Und das geht nur, wenn wir auch mal wieder so eine kleine Serie hinlegen. 60 Minuten gespielt. Jetzt gucken wir mal, dass wir nochmal auswechseln. Wir bringen Molzinho nochmal für Fernandes und Martinez für Hernandez. Und Rashford könnten wir eigentlich auch mal rausnehmen. Christian nochmal rein für die letzte halbe Stunde. 70 Minuten gespielt, weiterhin 2-0. Jetzt passiert aktuell nicht mehr ganz so viel. Jetzt nochmal die Möglichkeit. Ordonez mit der gelben Karte noch in der 83. Da ist der Schlusspfiff. Also wir kriegen diesmal kein Gegentor. Gewinnen hier, ja, was heißt souverän? Denke schon, dass es souverän war. Mit 2-0, 8-4 Schüsse, Chancen 9-5. Also Watford hatte auch seine Möglichkeiten. Ne? Die hatten auch ihre Möglichkeiten. Aber sonst war das top. Wie gesagt, vorne im Sturm gut gespielt. Ordonez mit einer 1-5 nach seiner Einwechslung super gemacht. Lucas Hernandez, bester Mann. Hinten gut gestanden, Lodi wieder ein super Spiel gemacht. Da bin ich zufrieden. Wir bleiben weiterhin auf Platz 2 Liverpool. Auch gewonnen, 4-0 gegen Brighton. Weiterhin 3 Punkte von uns entfernt. Und Arsenal siegt auch gegen West Ham. Ne? Ja, es wird natürlich jetzt schwierig, den ersten Tabellenplatz da wieder zu holen. Aber wichtig ist, dass wir da oben dran bleiben und die Punkte einsacken. Ne? Und das müssen wir auch jetzt im nächsten Spiel direkt weitermachen. Gegen Bournemouth brauchen wir die nächsten Dreier. So, was haben wir denn jetzt hier? Transfermarkt. Verträge, ach so. Okay, na gut, da brauchen wir nicht wirklich drauf gucken. Gerüchteküche. Was haben wir da so drin? Ach so, das sind auch noch Spieler. Okay. Ja, Mannschaft der Woche. Die Reserve verliert 1-2 und Klausel für Auflaufprämie müssen wir zahlen. Ja, wie gesagt, Bournemouth Tabellen 16. Da spielen wir auch zu Hause. Also das Spiel muss auch safe gewonnen werden. Jetzt haben wir hier noch ein Talent. 7 von 10 Sterne übernehmen wir safe. So, Mannschaft der Woche, Lucas Hernandez. Nee, das wollten wir eigentlich nicht. Spielergespräche. Großes Lob. Sonderprämie für Einsätze. 500.000 an Goretzka. Okay, ansonsten nichts Besonderes. Bournemouth in einer Woche. Haben wir noch ein paar Tage Zeit, ne? Hier können wir es eigentlich auch mal so machen. Unvollständige Aufstellung automatisch ergänzen. Ja, noch 10 Spiele jetzt, ne? Und an diesem Spieltag gibt es das Topspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Da bin ich echt mal gespannt. Manchester scheint zu Hause zu spielen. Da können sie Liverpool ja mal ein bisschen ärgern, hoffentlich, ne? Bournemouth, wieder leichte Beute für Manchester United. Ja, ich hoffe es. So, beste Newcomer der Saison. Molzinho und Henschel gelistet auf Platz 5 und 6. Bin ich sehr zufrieden mit den Jungs. Auch schon ein paar Mal gesagt, hast dich in dieser Saison sehr verbessert. Gewinn 5 Moralpunkte und bei Henschel einfach genau das gleiche. Gewinnt 3 Moralpunkte, sehr gut. Weiter so, das sieht sehr gut aus, was die Jugend betrifft. So, Bournemouth ist gut in Form, aber Saison bisher ist mäßig, ne? City gegen Liverpool, Petri fehlt aufgrund einer Verletzung. Chelsea muss gegen Crystal Palace, gegen die wir verloren haben, ne? Und wen haben wir noch? Chelsea muss gegen Crystal, genau, Liverpool City, Newcastle gegen Fulham, Tottenham gegen Leeds und Arsenal muss gegen Watford. Jetzt könnten wir wieder drankommen, ne? Wenn Liverpool jetzt Punkte liegen lässt gegen Manchester City, wäre das für uns genial, ne? So, die Mannschaft bleibt erstmal so genauso stehen, also da will ich nichts ändern. Wir gehen genauso rein gegen Bournemouth. 3-Punkte-Spiel, ich bin mir total sicher, ich sag einfach, gebt euer Bestes. Will da nicht wieder zu hoch stapeln und am Ende kriegen wir hier wieder 5 Gegentore, auf Deutsch gesagt. Wir spielen zu Hause, kommt schon. Die Möglichkeiten sind da. Jetzt wieder das 1-0 durch André Silva. Vorlage Leon Goretzka. Und ich frage mich langsam, wie soll man auf André Silva verzichten? Ja, wieder das 1-0 gemacht. Da kann man doch echt nur zufrieden sein mit ihm. Goretzka macht ein ganz starkes Spiel. So, Halbzeitansprache, lass uns genauso weitermachen, ohne Wechsel.
das sollten wir hier mitnehmen, diesen Sieg. Stunde gespielt, immer noch 1-0, das ist sehr ruhig aktuell. Es kommt nochmal Christian für Rashford und die 75. Minute läuft. Noch 10 Minuten und jetzt kommt nochmal Molzinho für Fernandes. Die Möglichkeiten, wie gesagt, sind da und wir beenden das Spiel mit diesem 1-0. Also Bournemouth hinten gut gestanden, haben da wenig zugelassen anscheinend, ne? Aber wir haben trotzdem ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Hinten auch gut gestanden, vorne ein Tor gemacht. Wieder Silva, der Matchwinner hier in meinen Augen. Lodi ganz stark gespielt, ne? Bester Spieler von uns. Und wie sieht's aus? Bis auf einen Punkt sind wir jetzt dran. Sprich, Liverpool dürfte unentschieden gespielt haben gegen Manchester City, wenn ich das hier richtig sehe. 0-0 haben sie gespielt. Arsenal 3-0 gewonnen, also die bleiben auch an uns dran hier mit 2 Punkten. Sehr interessant. Tottenham gewonnen gegen Leeds. Und Chelsea gewinnt 2-0 gegen Palace. 51 Punkte, jetzt punktgleich mit Tottenham. City kommt auch langsam da oben ran, ne? Okay, sehr stark. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder so eine kleine Serie hingelegt, ne? Das war wichtig. Trainer Del Piero, ich werde es wie ein Mann nehmen und nur ganz wenige Stunden weinen. Oh, Del Piero ist Trainer von Bournemouth, aha. Okay. So, was sagt die Torjägerliste? Wo haben wir denn André Silva? 5 Tore gemacht in der Liga, aber 20 insgesamt, ne? 38 Spiele, 20 Tore, ne? Hat in jedem Wettbewerb getroffen, ne? Also ich bin trotzdem sehr zufrieden, was das angeht. Seine Torquote ist sehr gut, in meinen Augen. Heute bekommt man als Trainer alle Daten über die Leistungen der Spieler. Hilft Ihnen das bei der Arbeit, wenn Sie wissen, dass der eine Spieler einen halben Kilometer mehr gelaufen ist als der andere? Manchmal sind Infos sehr hilfreich. Zum Beispiel kann ich den läuferischen Aufwand der Mannschaft sehen, ebenso die Zweikampfquoten. Insgesamt sehe ich das schon positiv. Ja, kann man ruhig mal sagen, ne? Moral plus 1, Fanbeliebtheit plus 1. Hat sich ausgezahlt. Jessica Gotthard ist verletzt. Brockmann durch Vertragssituation unzufrieden. Da war noch was. Da war noch was. Ich glaube, der wollte nicht verlängern, oder? So, Reserve gewinnt auch 2-1 gegen Bournemouth. Mannschaft der Woche, Lodi. Definitiv verdient, ne? Großes Lob. Und Goretzka auf dem Höhepunkt, ne? Aktuell. So, Shahir, Trainingsziel erreicht. Perfekt. Okay, irgendwas wollte ich doch noch gucken. Genau, die Verträge wollten wir nochmal angucken. Brockmann, den wollen wir verlängern. Aber er wollte nicht, aber jetzt will er. Das werden wir natürlich auch machen. 5 Jahre. Wirst langsam an das Team rangeführt, können wir Ihnen mal sagen. Kriegt ein bisschen mehr Gehalt jetzt hier. Natürlich ist klar, bei den Prämien geht auch noch was. Wir sichern uns eine Option hier. Abstieg ist ablösefrei, das passt. Und dann gehen wir natürlich hier nochmal. Ah, das würde ich ihm nicht geben eigentlich, aber hier können wir ein bisschen hochgehen. Ligaspielbonus, erstes Länderspiel, das brauchen wir nicht. Sollte passen. So, dann hat er auch seinen Vertrag bekommen. Ja, wir müssen, glaube ich, auch. Achso, hier haben wir auch schon Verträge unterschrieben, ne? Gut. Für die Spieler, die das letzte Jahr hier sind in der Jugend, die haben schon Verträge bekommen. Alles klar, wie sieht es denn hier jetzt aus? Ergebnisse. Oh, Platz 17, ne? Nicht so dolle. Ganz und gar nicht dolle. Wen haben wir denn hier eigentlich als Amateurtrainer Hövedes? Okay. Gehen wir mal kurz hier in Dings rein. Hat eine Stärke 90, ne? Also, ich denke, auf ihn kann man sich da auch schon verlassen. Wir machen das Ganze jetzt mal so, dass wir Hövedes das System auswählen lassen auch. Bevorzugtes System 3-1-3-1-2. Defensiv. Was ist denn das für ein System, ey? Das wollen wir uns mal kurz angucken. 3-1-3-1-2. Aber gar nicht so verkehrt, ne? Das ist gar nicht so verkehrt. Ist sein Ideal, System, bevorzugtes System. Machen wir das doch mal einfach. Ich meine, die Spieler haben wir dafür, ne? Links und rechtes Mittelfeld. Okay, linkes Mittelfeld fehlt uns, aber da haben wir auch Spieler, die da spielen können. Können wir mal so versuchen, wieso nicht? Das Ganze würde ich auch in der Jugend eigentlich mal ganz gerne machen. Da haben wir Travis Binion, aber der bleibt bei dem System. Dann ist das so. Was hat er für ein bevorzugtes System? Das steht hier leider nicht, okay. Vielleicht steht das hier bei Jugendtrainer. Na, da haben wir es doch. 4-2-3-1 DM breit. Schauen wir doch mal hier. 4-2-3-1 DM breit. Dann geben wir ihm doch sein bevorzugtes System, oder? Hier natürlich auch. Sehr gut, dann bin ich gespannt. Vielleicht läuft das ja da besser jetzt. Frank Henschel fehlt gelb gesperrt gegen Inter Mailand in der Champions League im Rückspiel. Martial
bis zum 15. Also fällt auch gegen Inter noch aus, gegen Aston Villa. Ist er dann wieder fit, aber ich glaube, das wird noch nichts gegen Aston Villa. Ich denke mal, die Form und auch die Fitness wird da noch nicht so ganz mitspielen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, das Rückspiel gegen Inter machen wir natürlich auch im 3D-Spiel. Ist ganz klar, da freue ich mich richtig drauf. Bin gespannt, wir haben das Hinspiel mit 1:0 gewonnen. Haben ein gutes Spiel gezeigt und das wollen wir auch im Rückspiel zeigen natürlich. Man darf Inter trotzdem nicht unterschätzen, ist klar. Aber wir haben uns da eine gute Ausgangslage verschafft, sage ich mal, ne? Und das wollen wir auf jeden Fall wiederholen. Zu Hause diesmal, ne? Im Old Trafford. Ich bin gespannt, wie wir in der Liga weitermachen. Wir haben jetzt wieder ein paar Punkte geholt. Ich bin froh, dass wir da oben den Anschluss nicht verloren haben. Wir sind auf einen Punkt dran auf Liverpool. Aber die Konkurrenten schlafen natürlich nicht. Chelsea, City und Arsenal sind auch weiterhin da oben dran. Wir haben noch ein paar Spiele. Ja, 9 an der Zahl. Bis wir diese Saison hier, oder die Ligasaison auf jeden Fall, beenden. Natürlich, bis dahin haben wir noch einige Spiele, ja, sei es in der Champions League und auch im FA Cup, da müssen wir gegen Crystal Palace ran, auch im Achtelfinale. Also es wird noch sehr interessant, wir sind überall noch vertreten. Ich bin echt gespannt, wo wir am Ende stehen werden, das ist die große Frage, ne? Okay Leute, wir hören uns im 3D-Spiel gegen Inter Mailand im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League. Schaltet wieder ein, ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.